Good. Nice. Yes, nice. Yes, nice. Put my feet here. Nice, get out. Right. Good, step back, good. Moin meine lieben Bootser, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe. Leute, was soll ich hierzu sagen? Guckt euch mal an, wo ich mich hier befinde. Oh Mann. Es läuft jetzt gerade so ab. Mich hat damals vor Wochen ein Chris angeschrieben. Er ist Amerikaner, der wohnt hier und er kennt halt meinen deutschen YouTube-Kanal. Und dann hat er mir bzw. meine Freundin per E-Mail, weil meine Freundin macht das Management, halt geschrieben und ja, ich habe gehört, ihr wollt hier hin, bla 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 und so weiter. So und zack, haben wir uns schon connected und ja, jetzt fahren wir gleich los. Wir machen so ein kleines privates Stunt-Training mit so einem professionellen Stuntman. Und ja, vloggen dann noch so ein bisschen einfach. Eigentlich weiß nicht, was passiert, Freunde. Hier in Amerika sagt man einfach, ja, kein Problem, wir kommen mit, bub, und dann ergibt sich irgendwas Schönes hier. Aber ernst, Freunde, ne? Die Bude, ne? Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Es ist hier so er hat so eine 1-2-Zimmer-Bude, wie ich jetzt verstanden habe, und die kostet 4 bis 5.000 Dollar. Haufen scheiß Geld, ich weiß. Und das ist hier so wie bei Aramis, bloß noch kranker. Hier hast du Pools, hier hast du alles. Das ist richtig. Das ist der Wahnsinn, Freunde. Das ist jetzt hier nur eine kleine Location, ne? Also hier gibt es noch viel, viel mehr. Hier kannst du auch noch ein bisschen sitzen und chillen. Er hat mir eben so die verschiedenen Trainingsräume, gibt's hier Yoga. Flächen gibt es. Guck mal, hier Public Viewing kannst du hier machen. Guck mal. Da haben die letztens Super Bowl geguckt. So, meine Bootser, mitten in L.A., ich weiß nicht wo. Wir gehen jetzt da rein. Da wohnt ein Freund von Daniel. Daniel ist der professionelle Stuntman für zig Hollywood-Schauspieler und so weiter. Chris ist auch drin, den werdet ihr auch gleich nochmal kennenlernen. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Heute wird Folgendes passieren. Chris braucht Aufnahmen für sein Demo-Reel. Er ist Schauspieler und so weiter und will sich in Sachen Stunts verbessern. Und Daniel, der professionelle Stuntman, hilft ihm halt, zeigt ihm das, dass es so in seinem Demo-Reel vor der Kamera auch gut aussieht und so weiter. Ja, und wir trainieren, das ist das Geile. So einfach im Garten. An der Garage. Das ist geil. Chris with the big vlogging camera. Hey. Yeah. Yes, check out. This is my buddy Uwe. Hey. How's it going? Das ist Chris, ja. Liebe Freunde. Wir vloggen uns gegenseitig hier so, ne? Genau, wir schießen uns gegenseitig ab. Chris, du bist Schauspieler, so erklär mal kurz, was ja. machen wir so für ja, dich heute? Ja, kein Problem. Ich bin halt YouTuber, Schauspieler und Model hier in Los Angeles. Bin vor 2 Jahren hierher gekommen und seitdem läuft alles super, ne? Und Uwe, ich werde ihn nochmal einladen zu mir nach Hause und dann kann er da alles vloggen. Ne? Davon werdet ihr noch genug sehen, Freunde. Ja, abonniert ihn, ne? Unten ja. in der Videobeschreibung. Dankeschön. Und mein Kanal ist Chris Barris. And behind us, it's Daniel, the professional okay. stuntman. Just came back from his movie. Bonjour. Bonjour. Today we're gonna do some stunts. We're gonna do some stunts, exactly. See how you guys can move. I know you guys can move, but can you really move? Can you really move? First time today, let's see how the footage will be. Oh, hier Chris seine Drohne, guck dir das an. So this is how it looks like. It's an unboxing video. Yeah. Yeah. Professional unboxing. Like. Look at this. Oh, the white case. Like yes. Nice. Oh yeah, I like that. They do. Yeah. Okay, it comes back. Now I have to punch the guy here. How difficult. Angle here, no? Oh shit. Damn, just so you guys know, I don't have skills like that, so don't expect it from me. Not yet, right, Daniel? Erstmal warm machen, Freunde, ich zieh mich jetzt mal um. Have to have a good relationship and a knowledgeable relationship with the camera. Always a stuntman's gonna say, ask, okay, where's the camera? Because they want to cover the angles. So I'm coming to you. Boom! Nice! So that should sell. You did good reactions. And the timing was good. It should sell. If you add the sound to it, you know what it is. Yes. Yeah, perfect. Good. So you'll do punch the first punches. So the camera is here. What would be the best punch for you to throw? To cover it up. Ooh, actually this one. Yeah. Yes. Yeah. Pass it. And you need to pass my head. Because if you stop here and you retract, like this, then you see the even follow sometimes. Okay.
Okay. So it's like, yeah, you can sway. So the distance is about here, because mm-hmm. okay. the camera depth, they don't understand the depth. Mm-hmm. So even though your punch is here, then yeah. it'll still sell. Well, yeah, you can do that. Yeah. Yeah. Go ahead, do that kick. Yeah. Exactly. So it looks like a kick in the head. Yes, we heard. Same thing with the punch. So the punch is gonna come this way. So I'm moving this way and see the boom. Okay, so a little faster. The punch, boom. Yes, a little deeper. Yes, good. Ah, extremely. Yes. 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 Well, see that reaction when you get ready. Awesome stunt training today, man. So when you punch, you get a punch in your face. Punch back and flop down. So if I don't, if I keep my hips up, okay, I'll spin. So should like do a full spin. Okay. On a halfway, you get a punch. Bring back your hip down. Mm-hmm. Back it. Yes. Good. That's awesome. Nice. Beautiful. Good. Yeah, man. Er macht das eigentlich ganz gut, der Uwe, ne? Nothing hurts. Es tut nichts weh. Nichts? Nee. Oh, it's your turn, man. Okay, scheiße. Yeah. Jetzt üben wir so einen weiten Fall mit dem Bein nach vorne. Guckt einfach. Das ist nicht schön. Get a pull effect. Lift up your hips. Yes. Okay. Good, that's pretty high, man. Really high. Good. You're a little more still straight when you fly. Yeah. So the idea is when you get that punch, mm-hmm. you dust your hip already, so your head is back a little. Yes. Cool. Magnifique, magnifique. Yeah. Is it more like, yeah, that's good. When you get hit like this, or there is a further one where you get hit and you go a little far. Right? Yes, pop-up, turn, and then that's where you do it. So, that's good. So, boom, boom. Nice, beautiful. Nice. And action. Good. Good, pro, he's pro, so he's ready for Hollywood, this guy's ready. Ja, man lernt hier so cooles Stuntzeug, so Basics, ist echt cool. Both, all the way down, and hit and pound, you know, a little bit like hung back things. We go, shit. Punch. Stop pulling. Okay. Now you throw yourself there. Catch him here. Okay. Good, that's good. Yeah, good. Nice, nice. That's good. So, another one is. Yes, nice. 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 Okay, the next trick. Bring back up. Bring back. Now you guys know. Good. Ooh, good. Yeah. Three. Nice, boom! Nice. That's good. Yes! Yes, beautiful. Nice. You got it. Beautiful. Yeah, gepackt. That's good. That's good. Awesome. Good pull-down. Thank you, man. Okay, I gave you 9.0. Okay, good. The knees out, and then I will jump in the air, boom, and then you're gonna go back there. And action! 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 We see. Nice. Beautiful. Nice. Nice. What's your name, man? I'm Hobbs. Hey. Nice to meet you. Awesome. So, yep. Good, nice. Good.
All right. Ich bin müde nach 30 Sekunden mit dir. Side. Careful with my feet here. And tap. Good. Careful. Don't go off the mat. It's spinning. Good grabbing. Good. Start spot. You got full mount. Guys, good. He cracked every single thing. You readjust your back. Yeah, careful. It's a good chiropractic exercise, you know. Good, good. Yes, good. Good idea with the feet. Good. And it's a bar, tap, good. Good. Nice, get out. Good, step back, good. Awesome. Los! Gott, ich fühle mich wie so ein Stück Fleisch. Ich bin Bravo. Ein Stück Rindfleisch für den Uwe hier. So, Training ist beendet, Freunde. War richtig geiles Stunt-Training. Nochmal zwischendurch gegravelt, bisschen BJJ mit der Professional Stunt Guy Daniel. Und der Profi Chris, ne? Daniel, thanks for the professional stunt training. It was great, really. My pleasure. Good you. Basics. This guy learns so fast, he can be a better stuntman in tomorrow than tonight. Thanks, man. Okay, man, ja, Chris, danke yes. auch an dir, ne? Kein Problem. Chris redet auch Deutsch? Ja, klar. Er kann auch Deutsch reden. Alle meine Videos sind in drei Sprachen untertitelt. Okay, krass. Also übersetzt ja, ja. auf Deutsch, Französisch, Englisch und Schwedisch. Schaut auf jeden Fall bei Daniel vorbei. Daniels Instagram in my description. Seriously, fine pairs. Chris natürlich auch. Alles in der Videobeschreibung, Freunde. Auschecken, auschecken. Auf geht's nach Hause, ich hab Hunger. Ja. So, meine Butze, das war der Vlog für heute. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wenn ja, gebt natürlich einen fetten Daumen nach oben. Und zwar genau jetzt. Daumen nach oben, Daumen nach oben. Das war heute echt mal wieder so ein richtig geiler Tag. Stuntman Daniel und dann noch Chris, den Schauspieler. Das waren einfach mal wieder so einzigartige, spontane Connections. Auf der Rückfahrt hatte ich auch noch gemerkt, dass Daniel, der Stuntman, so voll so Interesse hat. Er hatte mich gefragt, ja, kannst du dir vorstellen, so Stuntman zu sein? Würdest du gerne in Kalifornien leben? Und dann habe ich ihm so mein Ziel eigentlich mal so erklärt, so, dass er auch weiß, was los war. Und dann meinte er so, ja krass, ich hätte so eventuell so ein paar Sachen für dich, so, weil es stehen noch Projekte an und ich kann mich, er sagte selbst, du würdest dich gut vor der Kamera machen, sagte er. Du kannst dich bewegen, was die Fresse dafür, bla bla und so. Wir haben viel geredet halt. Und er hat eigentlich das bestätigt, so, worauf ich auch Bock habe, und zwar Actionfilme drehen. Und Grüße gehen natürlich auch raus an Chris. Ihr könnt natürlich Chris und Daniel mal alles unten in der Videobeschreibung abchecken. Da poste ich dessen Instagram, YouTube-Link und so weiter, was sie halt alles so haben. Und wenn ihr noch mehr Stunts, Martial-Arts-Geschichten haben wollt, Freunde, in den Vlogs, gebt jetzt hier mal an dieser Stelle Hashtag Stunt in die Kommentare ein, denn Daniel will uns öfter noch in den Garten einladen. Das ist so krass, die machen da immer öfter so eine Stunt-Session, aber auch denn so richtig mit anderen professionellen Leuten. Auf jeden Fall ein geiler Tag, denkt dran. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, Hashtag Stunt oder Hashtag Stunts für noch mehr solcher Videos. Ich gehe jetzt zu Bett, haut rein, ciao. Tschüss.